Grüß dich. Grüße. Wir fahren noch eine Runde. Marc-André Ter Stegen. Was ist Ihnen lieber? Marc-André oder immer Marc-André? Wie ist... Nee, Marc passt schon ganz gut. Marc, Punkt. Du hast einen Tick mit deinen Torwart-Handschuhen. Welcher ist das? Andere dürfen meine Handschuhe nicht anziehen, aber ich denke, das weiß in der Kabine jeder und das passt auch ganz gut. Warum ist das so? Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen vielleicht auch Aberglaube. Aber ich mag es halt nicht so, wenn andere in meine Handschuhe steigen. Blütenweiß, unbenutzt, damit alles gut geht. Genau so. Vorbild, Oliver Kahn. Ist das richtig und wie ist das entstanden? Stimmt diese Nummer mit aufs Feld gelaufen? Das stimmt damals. Am Bökelberg war das noch. Da bin ich mit ihm auf dem Platz gelaufen. Ich sag mal, er hat viele, viele Eigenschaften, die ich ganz gerne gesehen habe oder die ich dann auch lebe. Und dass da ein paar, identische Aktionen oder so sind, das ist, ist einfach so. Wir haben mal drei Fotos mitgebracht. Wir schlagen der DFL vor, wenn du alle erkennst, gibt es pro erratenem Spieler einen Punkt dazu. Das würde euch ja helfen im Abschießen. Dann versuchen wir es mal. Ich denke, das ist Wolfgang Kleff. Sehr gut. Das wird schwer. Ganz schwer. Großer Däne, den Tipp kann ich noch geben. Alan Simons. Sehr gut, super. Punkt Nummer 2. Oh mein Gott, das ist schwer. Das ist ganz schwer. Stand auch im Tor. Ich weiß es nicht. Wolfgang Kneipp. Ein großer Vorgänger. Also da haben wir sie nochmal. Das ist der Kleff. Punkt 1. Alan Simonsen. Punkt 2. Zugegebenermaßen kann ich alles drauf haben. Wolfgang Kneipp. Also. Also aber schon, die zwei Punkte rechnen wir an jetzt in der Tabelle. Schafft's Gladbach? Ja, wenn wir so weitermachen, wenn wir kompakt stehen, wenn wir vorne dann immer ein Tor machen, dann bin ich auch zufrieden und ich denke dann, dass es dann am Ende reichen wird. Die letzte Frage ist vielleicht die schwerste. Dante, kann er wieder spielen? Eventuell am Wochenende? Ich weiß es noch gar nicht. Ja, wir haben ihn ja eben so ein bisschen trainieren sehen, also es könnte sein. Das ist eine gute Nachricht für die Gladbacher Abwehr. Und eine schlechte Nachricht für den Torwart, weil, wie guckt man als Torwart an der Frisur vorbei? Der hat ja so... Ja, also bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben bis jetzt zwei Gegentore in den vier Spielen bekommen, in denen ich spiele. Und es passt schon ganz gut. Das war das S, nee, das Y. Wir verlieren immer Buchstaben, unsere Magnetbuchstaben vorne. Marc, wir sind... irgendwo zwischen dem Flämischen und wieder in Gladbach am Borussia Park. Wir bedanken uns ganz herzlich, wünschen ein super Spiel, wenig Gegentore und Minimum den Relegationsplatz. Ja. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.